Wow, wir nehmen schon 15 Minuten auf. Na gut, ein Level haben wir ja schon mal geschafft. Aber auch nur den Edelstein. Ne, den Kristall, Entschuldigung. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. War auch wieder sehr knapp gerade. Auch schon wieder genau die gleiche Stelle. Und ich habe sowas von gesehen, dass ich da reinfahre. Ne? Ich dachte, ich würde durchfahren. Ich freue mich schon aufs Abendessen heute Abend. Weil mein Vater hatte nämlich Geburtstag. Ich muss mich hier mal anders hinfläzen. Ja. Mein Vater hatte nämlich Geburtstag. Und da haben wir von bei uns im Dorf macht irgendjemand so einen Party-Service und da haben wir dann bestellt. Und gab es dann so kleine Schnitzelchen mit zwei verschiedenen Soßen. Einmal so eine süß-saure Soße und was war das andere? Champignon-Rahmsoße. Die Rahmsoße, die war so geil. Oh! Hätte ich mich reinlegen können. Auf jeden Fall hatten wir davon die Reste schon gestern gegessen. Und heute gibt es dann die Reste von der süß-sauren Soße und da macht meine Mutter dann so Hähnchenschnitzelchen rein. Und macht dabei noch Reis. Die Schnitzel waren auch sehr geil. Kann ich jeden Tag fressen. Was war das denn gerade? Ich war eindeutig auf der Kiste drauf. So, jetzt schön weit außen rumfahren. Nur schön den Akku behalten. Hätte auch nicht sein müssen gerade. Fuck you. Ja, wenigstens habe ich sie bekommen. So. Okay, haben wir es dann noch gelassen? Dann komm wieder hoch. Okay, man so gut immer dran synchronisieren, wenn man mitsingt. Falls man das Ding nennen kann. Falls das gerade nicht gepasst hat, habe ich entweder scheiße synchronisiert oder die Tonspur hat sich schon wieder verschoben, beziehungsweise in-game, ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. So. Na komm. 31 Leben. Und jetzt zusammenreißen. Julle. Es kann doch nicht sein. Wir machen erstmal ein anderes Level jetzt. Ich habe nämlich gerade keinen Bock auf dieses Level. So. Crash Crush. The Eel Dealer. Erstmal Crash Crush. Ist das ein Verfolgerlevel? Könnte sein. Ja. Es ist ein Verfolgerlevel. Ich komme jetzt. Hier geht's auch, glaube ich. Ist das hier schon? Nein. Den lilanen Edelstein kann man hier bekommen. Hier teilt sich das Ganze, glaube ich. Yep. Aber wir gehen ein bisschen hinten lang.
bin gerade irgendwie nicht so apfelgeil. Bin ich eh nicht. Ich dagegen allergisch bin gegen so eigentlich fast alles, was Obst ist. Ich würde gerne Apfel essen, aber nee. Also gebacken oder so. Oder gebraten. Getrocknet. Das geht alles. Aber wo? Bananen auch nur, die nur so, die noch ein bisschen grünlich sind. Wenn die anfangen braun zu werden, dann ist auch nicht so geil. Das könnte... Nee, das ist auch nicht. Das doch nicht hier. Täusche ich mich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Schon mal den Kristall. Kristall. Na klar. Wo ist das hier schon? Ja. Warum so viel Abstand? Ah, wegen der hier. Hier ist das Ende. Okay, gibt's hier doch keinen Lilan-Kristall. Na gut. Hätte ich eigentlich auch am Anfang sehen können, dass es da keinen Lilan-Kristall gibt, aber... Ja. Ah, hier haben wir dann auch schon alles. Dann fehlt jetzt nur die E-Deal und der Rest von Aircrash. Irgendwas... Nee. The Eel-Deal. Machen wir das mal. Den grünen Edelstein weiß ich, wo der ist. Und das andere ist ja nur alle Kisten. Nur alle Kisten. Die schöne Depeche-Mode-Musik hier. Ach ja, es macht so Bock, auf der Röhre zu zocken, ne? Komm, mach erstmal dein Britzelzeug da. So, war das jetzt hier schon? Jo, Tatsache. Hätte eigentlich ein Leben reinpacken können. Dann müssen wir jetzt hier durch die Wand. Dann sind wir im geheimen Bereich für den grünen Edelstein. Ja, das war klar. Oh, wow, 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 wow. Und da ist er schon. Eigentlich könnten wir uns sterben lassen, aber ich glaube, wir haben noch gar kein Dings eingesammelt. Checkpoint. Gut, lass uns sterben. Nee, wir haben schon Checkpoint eingesammelt. Das ist schön. Müssen wir nur noch an die eine Kiste denken. Ja, mach nochmal dein Blitzerzeug. So. Weil die wird nämlich nicht mitgesprengt bei den Nitro-Kisten, auch wenn man davon ausgeht, aber nein. Man ja auch, glaube ich, gar keine Kisten drinne. Komm, noch Bist.
erstmal den Checkpoint und dann das Level. Ich finde auch in der Beta ganz cool die Musik hier, wie die einfach nur kaputt ist. Und in der Beta war da oben. Ist die jetzt nicht mehr da? Das ist nämlich auch hier oben eine Kiste gewesen. Aber die ist jetzt nicht mehr da, das ist gut. Uah. Wunderschön. Die Beta werde ich dann mal irgendwann im Stream spielen. Seite geht es nämlich weiter. Hier ist nur so ein Dead End. Tote Ameise. Ihr die Kisten hier hinten. So, in irgendeinem Level mussten wir auch eine Funktion benutzen. Eine neue Funktion, die es im ersten Teil noch nicht gab. Ich glaube, im ersten Teil gab es noch gar keine Kletterpassagen. Mit R1 können wir uns nämlich so hochziehen. Und das brauchen wir jetzt hier noch nicht. Kommt die Äpfel mal mit. Pumperfrüchte. Komm. Tuck, 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 tuck. Und da haben wir unseren Edelstein. Da haben wir alle Edelsteine. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch. Ja. Air Crash. Ist gut. Ah, wir kriegen eine Nachricht. 10 von 25 Kristallen. So ist es recht. Mir geht langsam die Energie aus. Die Kommunikation wird also ab jetzt schwierig. Sei noch einmal gewarnt vor den Wegen zwischen den Warp Rooms. Denk daran. Ich zähle auf dich. Das war gerade relativ lustig. Und zwar Mr. Turtle war am Überlegen, ob er rausgeht oder nicht. Und hinter ihm war ein anderer Fisch. Was machst du denn da? Nicht wieder die Pflanzen abbeißen. Von oben, ja, aber nicht in der Mitte irgendwo. Ja, auf jeden Fall, Achso, da konnte man nicht alles holen. Ja, Crash. Er war halt im Überlegen, ob er rausgeht und hinter ihm war ein Fisch. Und dieser Fisch hat dann Mr. Turtles Schwanz berührt und Mr. Turtle hat sich, ja, dankeschön, hat sich erschrocken. Fand ich lustig. So, jetzt müssen wir das hier aber hinkriegen, ohne zu sterben. Das war knapp. Und danach machen wir erst das Vergnügen. Wir haben schon zwei Masken. Aber wenn wir ins Wasser fallen, hilft uns das auch. Hoch.